Okay, ich würde sagen, wir legen mal los. Und ich sage erstmal herzlich willkommen bei Buchtag at Home. Dieses Jahr ja alles ein bisschen anders. Ich freue mich, dass wir heute hier in dieser Runde zusammengekommen sind und freue mich auch, dass Sie alle dabei sind, um dem Ganzen zu lauschen und zuzuschauen. Genau, was ist das Thema heute? Networking, wie Nachwuchskräften ein starker Start in die Branche gelingt. Haben Lennart Schäfer und ich das Ganze mal getauft. Und genau, was ist das Thema? Es geht darum, mal darüber zu reden. Networking ist eins der Worte, man hört es immer wieder und Networking ist wichtig und besonders in der Buchbranche und so weiter. Aber was ist das eigentlich und was sind vielleicht Tipps und Tricks, die man so mitnehmen kann oder eben auch gute Instrumente dazu? Und genau, das wird heute unser Thema sein. Ich freue mich riesig, meine Gäste hier begrüßen zu dürfen. Noch zwei technische Hinweise. Und zwar freuen wir uns riesig, wenn Sie aus dem Publikum Fragen stellen. Das geht auf zwei Arten. Sie können entweder unten, wenn Sie mit der Maus am unteren Rand von Zoom entlang gehen, sehen Sie F&A, Frage und Antwort. Da können Sie sich quasi melden und wir können Sie zuschalten, wenn Sie Ihre Frage persönlich stellen möchten. Was ich bevorzuge, finde ich immer schön, wenn Sie das so formulieren können, wie Sie möchten. Und wir Sie dazu sehen oder eben Sie melden sich über den Chat und schreiben in den Chat, ist auch natürlich eine Möglichkeit. Wir gehen dann auf die Fragen ein. Das geht natürlich nicht immer gleich und sofort, aber schon während des Podiums. Also Sie müssen nicht oder sollten nicht bis zum Ende warten müssen, wenn Sie eine Zwischenfrage haben oder wenn Sie vielleicht eine eigene persönliche Geschichte dazu erzählen wollen. Genau. Das erstmal zur technischen Seite. Dann, also mein Name ist Elena Appel, Sie sehen es ja namentlich auch, einige von Ihnen kennen mich vielleicht auch. Ich bin Referentin Berufsbildung und betreue die ganzen großen Nachwuchsprojekte im Börsenverein und darf das Ganze heute hier moderieren. Und sage Ihnen erstmal kurz, wer heute mit mir hier mit diskutiert und spricht und erzählt. Und zwar einmal Stella Christiansen. Stella ist Volontärin im Lektorat beim Prestel Verlag im Moment und hat am Mentoring-Programm 2019 teilgenommen, ist also quasi so in den letzten Zügen und weil es inhaltlich so gut passt, der nächste in der Runde wäre Bernhard Fietsch, das ist eben der Mentor dazu. Und Bernhard ist aber natürlich nicht hauptberuflich Mentor für den Börsenverein, sondern eigentlich Leitung Marketing und Vertrieb bei Athesia. Genau. Dann haben wir Lennart Schäfer. Schön, dass du dabei bist. Lennart ist noch relativ frisch beim Oettinger Verlag im Marketing und aber auch Nachwuchssprecher seit dem Nachwuchsparlament im letzten Jahr. Da werden wir auch keine Sorge zu all dem noch mehr hören, auch zu diesen Formaten. Und dann, last but not least, Philipp Sikula ist momentan in der Ausbildung zum zum Einzelhandelskaufmann, Entschuldigung, bei Thalia, aber also im Buchhandel und ist Taskforce-Sprecher in der Nachwuchs-AG. So, jetzt habe ich erstmal ein bisschen mit Vokabeln um mich geschmissen. Genau, ich möchte total gerne, dass jeder von euch sich einmal ganz kurz ein bisschen ausführlicher vorstellt, weil es geht ja schon auch immer um Karrierewege und wie ist man da gelandet und was macht man jetzt hier und warum sitzt man hier und so weiter. Und würde ganz klassisch jetzt mal alphabetisch einfach vorgehen und würde sagen, Stella, erzähl doch mal, wie bist du denn da so gelandet, wo du jetzt bist? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Stella Christiansen. Ich arbeite seit knapp 2 Jahren als Volontärin im Lektorat des Prestel Verlags, der Verlagsgruppe Penguin Random House. Und meine Leidenschaft für Bücher wurde schon früh durch die Buchhandlung meiner Eltern in Hamburg geweckt. Und vor meinem Volontariat habe ich das interdisziplinäre Studium Liberal Arts and Sciences und Women's Studies in Freiburg, Shanghai und Oxford studiert. Zudem habe ich während des Studiums viele praktische Erfahrungen im internationalen Kulturaustausch sowie im Verlagswesen, zum Beispiel bei Ullstein, gesammelt. Und seit gut einem Jahr schätze ich mich sehr glücklich, Bernhard Fetsch als Mentor im Mentoringprogramm des Börsenvereins zu haben. Und ich freue mich sehr auf den gemeinsamen Austausch. Super, vielen, vielen Dank. Dann würde ich direkt weitergeben an dich, Bernhard. Ich hoffe, ich bin braun genug gebrannt, um nicht errötet zu sein. Also, Bernhard Fetsch ist mein Name. Ich bin zurzeit Vertriebs- und Marketingleiter bei Athesia Kalender Verlag. Ich bin jetzt seit 22 Jahren, glaube ich, in der Buchbranche und habe im Verkauf, Vertrieb, aber auch im Einkauf gearbeitet.
War bei Random House, war bei Weltbild, war bei Drömer Knauer, habe angefangen bei einem kleineren mittelständischen Verlag damals, wo wir Klassiker in Leder gebunden gemacht haben, Reich Ranitzky verlegt, Gedichtsammlungen von Ulla Hahn, hab danach aber auch genauso Bücher mit der Bild-Zeitung zusammen gemacht, also wirklich ein breites Portfolio. Und habe darüber am meisten gelernt. Also in der Praxis, ich bin selber Germanist vom Studium her, ich habe altgermanische Dialekte und vergleichende Indogermanistik studiert, so gotisch, altisländisch und so, halt was man heute spricht. Und habe dann festgestellt, wie wichtig das ist, Kontakte zu haben und mit anderen Menschen zu sprechen und sich auszutauschen. Und dabei sind wahnsinnig tolle Freundschaften entstanden. Ich liebe diese Branche und die Menschen, die sich in ihr tummeln. Auch hier sind 30% Verrückte, aber die sind total liebenswert und das sind tolle Menschen. Und deswegen war ich auch gerne mit dabei, als Elena Appel sagte, komm, lass uns das mal auch in Form des Mentoringsprogramms etwas größer machen. Und ich darf das nur zurückgeben. Stella Christiansen ist eine ganz bezaubernde und inspirierende Mentee. Und das Spannende, finde ich tatsächlich, ist, Fragen zu stellen, zu berichten, was passiert so, was mache ich in meinem Alltag und was meinst du dazu? Wie findest du das? Hast du dazu eine Idee? Was denkst du? Ist dir das auch schon mal passiert? Und das ist etwas, das hätte ich mir früher total gewünscht. Also hätte mir jemand ab und zu mal sowas gesagt, glaube ich, wäre ich vielleicht etwas weniger vor die geschlossene Tür gelaufen und es hätte mir geholfen. Man lernt es auch so, aber ich finde es irgendwie total spannend und auch zu verstehen, was sind die Fragen, die Stella fragt, ja? Und finde das super. Und deswegen kann ich nur sagen, das Programm finde ich für alle Seiten hoffentlich total nützlich. Wir merken schon, dass es mein bestes Marketinginstrument für das Mentoring-Programm Bernhard Veth in Person. Vielen Dank dafür. Genau, ich würde, bevor wir weiter darauf eingehen, direkt noch an Lennart weitergeben. Wir hören dich nicht. Nee? Du kannst ja mal schauen und ich würde Philipp mal vorziehen. Philipp, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist und wo bist du und warum und wieso? Ja, ich bin Philipp Schikula. Ich bin jetzt gerade hier am Media Campus im Hogwarts des Buchhandels, also wo alle Buchhandels- und Medienkaufleute und Einzelhändler irgendwann hin dürfen. Ich habe auch so aktuelle Themen studiert wie Herr Veth. Ich habe Geschichte und klassische Philologie studiert und habe dann aber da irgendwann festgestellt, dass das dann vielleicht für zukunftsträchtige Berufe nicht sowas für mich ist und habe mich dann neu orientiert und umorientiert und bin dann bei Thalia gelandet, durfte dort anlegen und bin jetzt im Rahmen des Nachwuchsparlamentes auch in das Mentoring-Programm gekommen, war jetzt im letzten Jahr bei Herrn Professor Dr. Sprang. Darf dieses Jahr tatsächlich auch nochmal mitmachen. Finde ich super cool. Und deshalb bin ich jetzt hier. Super, vielen Dank. Lennart ist scheinbar gerade nochmal raus, um nochmal gleich kurz wieder reinzukommen. Genau, dann... Könnte schon drüber so die Taskforce erzählen. Ja, du kannst doch noch 3 Sätze zur Taskforce sagen. Ja, total gerne. Genau. Also, wie Elena schon meinte, ich bin Taskforce-Sprecher in der Nachwuchs-AG. Also wir haben diverse Taskforces gegründet. Meine Taskforce beschäftigt sich mit einem Azubi-Austausch. Also wir versuchen, ein Programm auf die Beine zu stellen, um Buchhandels-Azubis und Verlags-Azubis in so ein Tandem-Modell hineinzubringen. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr spaßig. Du suchst natürlich noch Kolleginnen und Kollegen, die sich unterstützen. Ja, genau. Ganz subtil, liebe Teilnehmer. Also wenn ihr da Lust und Interesse dran hättet, kommt gern auf mich zu oder über Elena auf mich. Finde ich ganz klasse. Ja, wir werden auch über den Prozess auch später noch ein bisschen was erzählen. Lennart, magst du nochmal probieren? Nee, leider nicht. Wir könnten es mit Zeichensprache versuchen, das wäre eine neue Challenge, aber ich glaube, das ist beim Vorstellen mit Verlagen und so eher schwierig. Ich hatte es erwähnt, Lennart Schäfer ist seit 2019 sehr aktiv als Nachwuchssprecher. Funktioniert immer noch nicht. Jetzt.
Jetzt funktioniert? Ja. Wirklich? Okay. Na gut, dann hoffen wir, dass es so bleibt. Genau, also du hattest ja schon gesagt, ich bin im Marketing jetzt bei Oettinger. Stimmt nicht ganz, ich bin jetzt im Veranstaltungsbereich. Aber um den Bogen im Prinzip direkt zu schließen zum Anfang, wie ich in die Verlagsbranche gekommen bin, das kam nämlich tatsächlich auch durch Oettinger. Da habe ich nämlich mit 14 Jahren mein erstes Praktikum gemacht bei Oettinger Media noch in Altona. Und habe danach diverse Praktika gemacht bei Carlsen, Überreuter, Seiteneinsteiger Haberfront unter anderem und habe dann meine Ausbildung gestartet bei Basta Lübbe in Köln zum Medienkaufmann Digital und Print, also früher ist das Verlagskaufmann und bin dann eben gewechselt, also war dann noch kurz da im Marketing tatsächlich und dann bin ich jetzt seit Anfang Juni bei Oettinger im Veranstaltungsbereich. Genau, und zwischendurch habe ich aber auch schon so ein paar andere Sachen gemacht. Ich war witzigerweise in der Buchhandlung von Stella Christiansens Eltern in dem Jugendbuchclub sozusagen und war damit auch in der Jugendjury vom Jugendliteraturpreis und war beim Open Mic noch und habe da gelesen, schreibe also auch und habe auch mal in der Buchhandlung gearbeitet, also sehr viel Diverses gemacht und war auch irgendwie mit dem ersten Praktikum mit 14 direkt auch ab da immer bei den Buchmessen und habe mich da informiert, also war irgendwie schon vor dem Abi sehr in der Buchbranche drin und das hat mir da schon so gut gefallen, dass ich da, glaube ich, auch auf jeden Fall noch die nächsten Jahre, Jahrzehnte da bleiben werde, ja. Das hören wir natürlich immer gerne und lass uns doch kurz gerade dabei bleiben, du bist jetzt als Nachwuchs... Solange das Mikro funktioniert, genau, du bist jetzt als Nachwuchssprecher aktiv seit 2019. Genau. Wie ist denn das passiert? Ja, das ist tatsächlich eher gekommen, auch wieder so ein Netzwerkding. Und zwar habe ich in Köln dann teilgenommen bei den Stammtischen der jungen Verlagsmenschen. Und da habe ich Cleo Zieber kennengelernt, die ja mit mir jetzt Nachwuchssprecherin ist noch. Suchen wir noch einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin am liebsten. Und genau, und die hat mich dann eben angesprochen, nachdem wir irgendwie uns da öfter gesehen haben und uns auch gut verstanden haben und hat dann eben gefragt, ob ich da Lust zu hätte, das mit ihr zusammen zu machen, denn man wechselt sich da ja immer ab als Nachwuchssprecherin und genau, da suchte sie sozusagen auch jemanden für ihr letztes Jahr. Ja, und dann habe ich mich da einfach beworben beim Nachwuchsparlament im letzten Jahr und dann musste man am Dienstag, am zweiten Tag nochmal morgens in der Früh was einigermaßen Schlaues sagen und dann wurde abgestimmt und gewählt und ja, seitdem bin ich Nachwuchssprecher. Ja. Und noch bis nächstes Jahr. Und ist okay, oder? Ja, es ist... Was soll er jetzt sagen? Ja. Cleo hat mir da einiges versprochen und das macht echt wahnsinnig viel Spaß und ich weiß auch noch, dass ich irgendwie dann es gab einen Monat, ich meine, es war der September, wo ich dann jedes Wochenende bei einer anderen Veranstaltung war. Wieder war ich in Berlin, Frankfurt, in Bonn, da habe ich Bernhard Fetsch auch getroffen, der natürlich dann auch da war. Also es gibt einfach unfassbar viele Möglichkeiten, da präsent zu sein, den Nachwuchs so zu vertreten und so ein bisschen ja auch für die Branche zu werben. Ja, und dann ist natürlich jetzt auch dazu gekommen, dass wir beim Nachwuchsparlament so einiges geändert haben, unter anderem eben mit den Taskforces, also da auch nochmal so ein bisschen strukturierter und hoffentlich organisierter sind, habe ich auf jeden Fall den Eindruck. Und da hatte ich irgendwie nochmal auf eine andere Art Themen voranbringen. So. Und da merke ich eben, und das ist, glaube ich, das, warum es am meisten Spaß macht, dass da so wahnsinnig viel zurückkommt. Also wir hatten da ja mit den Taskforces einen Sonntag in Frankfurt, an dem wir ganz viel besprochen und gestartet haben und dass da über 30 Nachwuchskräfte so an einem Sonntag nach Frankfurt kommen, um irgendwie über die Zukunft der Branche zu reden oder über Nachwuchsthemen, das macht auf jeden Fall Spaß und Mut, dass da noch viel passiert, ja. Ja, besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank. Und wir sind schon mitten in diesem Thema. Du hast es mehrfach erwähnt. Dann warst du bei Stella Christiansen in der Buchhandlung. Dann warst du in Bonn, da war Bernhard Fetsch. Also die Buchbranche ist ein Dorf. Und das sind wirklich auch Dinge, die ich jetzt hier in dem Kontext so, die mir nicht so bewusst waren, dass sich hier alle schon mal irgendwie begegnet sind. Aber das trifft es ganz gut. Und man spricht immer von der Branche als familiärer Branche. Bernhard, wie ist deine Erfahrung? Wie wichtig ist denn diese Sache mit dem Networken und den Kontakten?
Also ich glaube, das ist eine der ganz wichtigen Sachen. Und wenn ich das mit Berichten von Freunden oder Verwandten vergleiche, die in anderen Branchen unterwegs sind, dann ist das eine ganz eigene Welt. Ich glaube, der Hintergrund dazu ist zum einen, dass man relativ häufig wechseln kann in der Buchbranche. Ja, speziell am Anfang, wenn man so karrieretechnisch etwas vorankommen will, dann ist es auch nicht falsch, alle 3, 4 Jahre sich mal zu verändern. Auch mal nach 2,5 Jahren. Ohne dass man sich damit den Lebenslauf ruiniert. Und so kann man einfach viele Menschen kennenlernen. Und lernt man viele kennen und bewahrt hoffentlich diese Kontakte für später und für den weiteren Lebensweg, weil es eben auch einfach wertvolle Menschen oftmals sind. Und zum anderen, also es hilft einem auch beruflich, ne? So und inhaltlich. Man lernt einfach ja von anderen Menschen und mit anderen Menschen. Und dann ist es, dass wir einen der schönsten Berufe die es überhaupt gibt, nämlich Bücher und Medien zu machen und dass wir damit auch etwas Größeres tun. Also das ist nicht allein, dass wir irgendein Business machen, sondern wir haben einen Auftrag. So. Und Deutschland ist das Land der Dichter und Denker. Deutschland hat eine der höchsten Verlags- und Buchhandelsdichten, die es weltweit überhaupt gibt. Und das ist etwas ganz Besonderes und das sollten wir uns erhalten. Ja, das ist wichtig, das ist politisch wichtig, das ist kulturell wichtig und das ist etwas Großes und daran können wir mittun. Und die Menschen, die das auch tun, aus Überzeugung und aus Leidenschaft, ja, weil das machen wir ja, die haben sich oftmals auch was zu sagen. Und deswegen ist es sowohl für den inhaltlichen Austausch als auch tatsächlich fürs Berufliche auch weiterkommen. Und das ist gar nicht karrieristisch gemeint, sondern einfach nur, man hört Dinge und man denkt sich, ach ja, guck mal, das ist ja interessant, könnte mich auch mal interessieren, kann ich in ein paar Jahren mal machen. Mein Gott, wir arbeiten alle bis in so ein hohes Alter, dass wir ganz viele unterschiedliche Berufe ja haben können. Man macht ja nicht einen Beruf und ist darauf festgekettet bis zum Ende seines Daseins. Und deswegen ist dieses und so wertvoll und ja, wichtig. Und auch, es ist auch was sehr Schönes, würde ich sagen. Unbedingt, ja. Also ich meine, gerade jetzt, wir vermissen es alle, würde ich sagen. Also man trifft sich irgendwie zufällig auf dem Wein, auf einer Buchmesse und bespricht Dinge und so. Da hat Leipzig ganz klar so ein kleines, also vielleicht auch ein größeres Loch einfach reingerissen, würde ich sagen. Jetzt ist das, man spricht immer so darüber und networken und man trifft sich auf dem Wein und man lernt hier jemanden kennen und so weiter, aber wie mache ich das denn? Was ist denn ein schlauer Anfang? Jetzt gehe ich alleine auf so eine Veranstaltung, ich bin vielleicht neu als Auszubildende oder Auszubildender in der Branche und kenne da niemanden. Wie mache ich das? Bernhard, was sagst du? Ich hatte immer das Glück, dass ich an die meisten Stellen nicht allein gegangen bin. Also meine Empfehlung ist, wenn man sich unsicher fühlt, irgendwo dranhängen, ja, mit irgendwem zusammen hingehen. Also man hat schon immer irgendwen, mit dem man eine Runde quatschen kann und man steht da und irgendwen kennt man immer. Und ich sag mal, eine dritte Person stellt sich schneller zu einer Zweiergruppe dazu als zu einer Einzelperson. Und man hat mehr Themen und dann fliegen so die Gespräche hin und her und man macht mal einen Witz und sagt, ach, wer ist denn das da, habe ich schon mal gesehen, kennt den irgendwer? Und dann ruft den am Ende irgendjemand heran und sagt, du, die kennen dich nicht, die haben dich aber schon mal gesehen, ich wollte euch nur mal kurz vorstellen. Und wie das halt in Netzwerken ist, das geht dann exponentiell. Ne? Und deswegen und da unverkrampft drangehen. Das Schöne an dieser Branche ist, dass ja alle im Grunde miteinander sprechen. Ja, und dass man auch ruhig alle ansprechen kann. Hier gibt es ja wenig Standesdünkel, sondern die Menschen, die offen sind, die freuen sich auch über neue Kontakte. Und deswegen vielleicht am Anfang, wenn man unsicher ist, mit wem anders hingehen und dann einfach locker loskommunizieren und dann Nummern und Kontaktdaten sammeln und einfach miteinander Kontakt bleiben. Und da muss man auch selber investieren und immer wieder dranbleiben und immer wieder sagen, komm, lass uns mal weggehen und können wir uns mal treffen. Da muss man investieren, ohne dass das jetzt irgendwie utilitaristisch klingen soll, sondern auch selber was hineingeben und dann spielt das Leben auch immer wieder zurück. Also klar würde ich absolut so sagen, ich spreche immer von Ankerpersonen. Also man hat so eine Ankerperson auf einer Veranstaltung und zu der kann man immer wieder zurückkommen. Um nochmal so die Nachwuchsperspektive zu hören, Philipp, wie war das bei dir? Du bist dann da beim Nachwuchsparlament gewesen und dann steht man da und kanntest du da schon viele Leute oder wie war das? Ja, ich hatte das Glück, dass ich halt da schon welche auch von meinem Campus-Blog kannte, die auch sich da beworben hatten und mit denen gekommen bin. Sind, dann kann ich natürlich dich als Ankerperson.
Ja, aber hat das schon geholfen, dass man einfach in so einem Club von Gleichaltrigen drin war oder an dem gleichen Lebensweg ungefähr Stehenden. Das senkt die Hemmschwelle ungemein, dass man nicht irgendwie sieht, oh, da ist irgendein Vertriebsleiter, ich traue mich nicht, ihn anzusprechen. Das hat mir schon sehr geholfen, dass man da erstmal so ankommen konnte, quasi, bevor man die große Weite losgelassen wird. Das heißt, du würdest schon sagen, es macht einen Unterschied, an welchem Punkt jemand steht. Also das ist im Nachwuchsparlament einfacher als vielleicht auf der Frankfurter Buchmesse. Würde ich schon sagen, gerade weil das Nachwuchsparlament ja auch im Rahmen der Buchtage schon so angelegt ist, dass man sich kennenlernt und dass man ein Netzwerk bildet. Wenn ich allein zur Frankfurter Buchmesse gehe und dann in den Stand gehe und sage, hier, immer hast du mal eine Karte für mich. Das ist einfach nicht die Plattform dafür, glaube ich. Aber das Nachwuchsparlament schon wesentlich cleverer. Wie sind sonst so die Erfahrungen, Stella? Wie war das bei dir? Wie war so das, wenn du so an Networking, erstes Networking denkst, was fällt dir ein? Also, wenn ich so an erstes Networking denke, würde ich eigentlich zuerst auch an die jungen Verlagsmenschen denken, weil die eben auch Städtegruppen haben und das ist super, wenn man neu in eine Stadt zieht wegen des Jobs und noch niemanden kennt, dann kann Networking tatsächlich auch helfen, neue nette Menschen kennenzulernen. Genauso eignen sich dafür auch die Nachwuchsveranstaltungen vom Börsenverein in den verschiedenen Regionen, die es ja auch immer gibt. Zum Beispiel in Ulm letztes Jahr, da gibt es dann so einen E-Mail-Verteiler, wo es immer wieder Veranstaltungen halt rumgeschickt werden, wie Besichtigungen von Buchhandlungen, Hugendubel zum Beispiel oder Besichtigung von Verlagen. Und ein großer Punkt war für mich aber tatsächlich auch das Nachwuchsparlament. Und ich finde, man hat bei dem Nachwuchsparlament richtig gespürt, die Leute sind da, um sich gegenseitig kennenzulernen. Das war so eine fröhliche, offene Stimmung und ich habe direkt erste Menschen kennengelernt, bereits schon auf dem Weg dorthin und dann mit meinen Sitznachbarinnen und Sitznachbarn. Also das ist super angenehm und hilfreich, bei solchen Veranstaltungen zu sein, weil das da in der Regel super schnell geht, dass man neue Kontakte knüpft. Und dann war das, also um nochmal ein bisschen auszuholen, also zum ersten Punkt, junge Verlagsmenschen, würdest du da erst nochmal zwei, drei Sätze dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob all unsere ZuhörerInnen genau wissen, was das ist. Genau, die jungen Verlagsmenschen sind ein Verein, die sich nicht nur an junge Verlagsmenschen richten, sondern auch an Nachwuchskräfte aus dem Buchhandel und Medien allgemein. Und es gibt immer eine Jahresversammlung, die hat dieses Jahr digital stattgefunden. Aber zudem gibt es eben auch Städtegruppen in sehr, sehr vielen Bereichen und Städten Deutschlands. Und da empfehle ich jedem einfach zu schauen, ob es eine gibt in der Region, in der man gerade ist, ob es egal, ob Studium, Praktikum oder Job ist und dass man da einfach hingeht. Die Stammtische finden in der Regel einmal im Monat statt. Teilweise gibt es aber auch noch Veranstaltungen, wo man dann literarische Spaziergänge macht. Zum Beispiel in München wird es jetzt organisiert, dass man einen literarischen Spaziergang durch Schwabing macht. Und da kann man entweder als Mitglied oder auch als Nichtmitglied einfach mal vorbeikommen. Super. Genau, das war schon mal ganz wichtig. Bevor ich es vergesse, ich möchte gerne noch mal darauf hinweisen, alle, die jetzt als ZuschauerInnen hier oder ZuhörerInnen dabei sind, stellen Sie total gerne Fragen. Also wir freuen uns, wenn von Ihrer Seite Fragen kommen, wenn Sie was einbringen oder eine Anekdote erzählen oder wie auch immer. Genau, die jungen Verlagsmenschen, das war der eine Punkt. Und dann wollte ich noch mal darauf zurückkommen, du hast vorhin da mal so ein paar internationale Städte aus dem Ärmel geschüttelt. Das heißt, du hast einfach viel Auslandserfahrung schon gemacht. Wie wichtig siehst du das in dem Bereich? Hat dich das auch so in der Kommunikation stärker, besser gemacht? Erzähl mal ein bisschen. Ja, also ich fand es immer super spannend, wenn sich Leute aus verschiedenen Kulturen oder Bereichen treffen und man in Gespräche kommt und halt Neues über die Welt erfahren kann, ganz allgemein. Und ich finde, das erweitert immer ungemein den eigenen Horizont, zu reisen und neue Leute kennenzulernen, neue Sprachen zu lernen. Und wenn es Bücher nicht geben würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas mit Kulturaustausch machen, um einfach diese verschiedenen
Leute kennenzulernen und Kulturen. Aber zum Glück gibt es ja Bücher, die auch diese gesellschaftliche Vielfalt in sich widerspiegeln. Also das ist sowas, das hat mich seit der Jugend irgendwie begleitet. Also einmal diese Bücherwelten, aber dann auch die Neugier, in die richtige Welt rauszugehen. Genau. Und ein Punkt, den ich noch sagen wollte zu Lennart. Ich finde das total witzig, dass wir beide im selben Jugendliteraturkreis waren. Und im Grunde hat für uns ja auch das Networking damit auch schon so ein bisschen begonnen, dass wir daran teilgenommen haben und auch auf die Frankfurter Buchmesse gegangen sind. Und da eben auch ganz, also ich habe da zum Beispiel Punkt wieder internationaler Kulturaustausch, den Autor und den Übersetzer von dem Buch kennengelernt, was wir als Jugendbuchpreis damals nominiert hatten für den Deutschen Jugendbuchliteraturpreis. Also das bringt einfach Spaß, dieser Austausch. Ja, super. Also total spannend. Genau, ich sammle mich mal ganz kurz. Ja, Networking, Auslandsaufenthalte, also man merkt, ne, wir gehen hier bunt durch alle Instrumente und alle Erfahrungen, die man so sammeln kann. Aber was ist eurer Meinung nach das Wichtige? Lennart, du hast natürlich auch einfach jetzt im Nachwuchssprecheramt wahnsinnig viel mit ganz vielen Nachwuchslern zu tun. Was wäre so dein allgemeiner Tipp, um irgendwie seinen Weg in die Branche zu finden? Wir hören dich leider wieder nicht. Funktioniert es jetzt? Ah, jetzt, ja. Ja, okay, dann weiß ich, woran es liegt. Okay, perfekt. ja, also ich glaube so, der größte Tipp ist eigentlich, das Ganze nicht so unter so einem Netzwerkgedanken die ganze Zeit zu verstehen, weil ich glaube, dass das wirkt dann sehr schnell sehr verkrampft, auch gerade so bei so Branchenveranstaltungen. Ich habe irgendwie mir im Vorhinein jetzt so ein Video angeguckt, wie man richtig netzwerkt, weil ich so ein bisschen meine Regelungen so ein bisschen überprüfen wollte. Und dann dachte ich, also ich bilde mir ein, dass ich das ganz gut kann und ich habe das überhaupt nicht so gemacht, wie in diesem Video beschrieben. Und zwar hieß es da, man soll dann bei so einem Branchen-Event so inhaltliche Fragen stellen, was führt sie denn jetzt hierher? Und ich finde, das klingt so wahnsinnig steif und irgendwie unauthentisch. Und da musste ich mich daran erinnern, dass ich bei den letzten Buchtagen im letzten Jahr mich mit Bernhard Fetsch unterhalten habe über Marvel-Filme. Und darum geht es ja eigentlich. Also, dass man jetzt nicht versucht, auf Krampf irgendwie versucht, da Leute anzusprechen, sondern dass man irgendwie authentisch bleibt. Ich glaube, sonst bringt das Ganze schon vorher überhaupt nichts. Und wirklich ein ehrliches Interesse dann auch an den Menschen hat und jetzt nicht versucht, Visitenkarten zu sammeln, so nur um sie zu haben, sondern wirklich sich vorher so ein bisschen Gedanken zu machen, eben mit wem könnte das auch so von der Person her passen. Und ich glaube, wenn man dann so ein bisschen Menschenkenntnis hat, dann merkt man auch, wer dafür empfänglich ist, so auf seiner Veranstaltung. Und ich glaube, was auch ein guter Tipp ist, sich sozusagen, was die Veranstaltung angeht, so ein bisschen hochzuarbeiten. Also ich finde so direkt bei den Buchtagen ist manchmal ein bisschen, kann einschüchternd sein. Also ich weiß, bei meinen ersten Buchtagen war ich auch nicht so selbstbewusst oder bin nicht so auf die Leute zugegangen wie dann bei den zweiten. Und da tat es dann auch einfach gut, so zu Veranstaltungen zu gehen, eben wie die jungen Verlags- und Medienmenschen heißen sie ja jetzt, da auch hinzugehen, weil das dann eben Leute nur im gleichen Alter sind oder so ungefähr in der gleichen Altersgruppe und irgendwie so ein bisschen der Rahmen nochmal ein bisschen entspannter und lockerer ist. Und dadurch hat man dann ja wieder das, was vorher angesprochen wurde, dass man direkt so ein paar Personen hat, mit denen man dann zusammen dahin geht. So, also ich glaube, das ist ganz gut, so ein bisschen so einen sanften Einstieg dafür zu wählen. Und auch was die Gesprächsthemen angeht, hat man dann ja bei den JVM direkt diverse Gesprächsthemen, eben weil man gemeinsam so am Anfang der Verlagskarriere steht. Oder Buchhandelskarriere steht und damit direkt irgendwie ja schon Gemeinsamkeiten und Redepunkte hat. Ja, ja. Bevor ich an dich weitergebe, Philipp, du hattest dich gemeldet, noch ein Hinweis, auch hier, ich weiß nicht, wer von Ihnen inwieweit da jetzt schon drin ist in diesen ganzen Themen. In einem regulären Jahr findet das Nachwuchsparlament 3 Tage im Juni statt und das Ganze ist verknüpft mit den Buchtagen Berlin. Das ist ja diese Veranstaltung, die wir jetzt ins Digitale versetzt haben. Wir alle wissen und Sie alle wissen, dass das
dieses Jahr alles halt einfach ein bisschen anders läuft. Und dementsprechend findet in diesem Jahr das Nachwuchsparlament ohne die Buch, also diese Kopplung an die Buchtage statt. Und zwar am 4. und 5. Oktober. Jetzt kommt ein Werbeblock. Sie können sich noch bewerben, nämlich. Also ich kann es nur empfehlen. Sie hören jetzt gerade von allen Teilnehmenden hier in der Runde, ist ein Networking-Format, das absolut Sinn macht. Es findet dieses Jahr in Frankfurt statt. Ein Tag virtuell, ein Tag vor Ort am Media Campus Frankfurt. Und wir werden Arvid Fuchs dabei haben. Also wir gehen so ein bisschen Richtung Klimaaktionstag. Wir machen Nachhaltigkeit zum großen Thema. Und ich freue mich auf Ihre Bewerbungen und über Ihre Bewerbungen. Oder wir freuen uns alle. Und auch da gibt es wieder ein Nachwuchssprecheramt zu vergeben. Lennart hat es vorhin schon mal erwähnt. Das nur noch mal so zur Erklärung. Philipp, du wolltest noch was dazu sagen zum Thema Networken und wie mache ich das eigentlich? Wahrscheinlich. Genau. Erstmal noch als für mich persönliches Highlight bei den nächsten Nachwuchsparlament: Wir pflanzen Bäume. Das finde ich super cool. Freue ich mich sehr drauf. Zu dem, was Lennart gesagt hat, ich finde das sehr, sehr wichtig und sehr richtig auch, gerade weil unsere Branche so klein ist. Man sieht sich immer irgendwie irgendwo. Also deshalb, es wird auch immer leichter, weil man sich halt dann schon kennt und ja, also man sieht sich halt gefühlt dreimal im Jahr oder so. Und ich finde auch gerade Stella und Lennart sind ein perfektes Beispiel für diese kleine Branche und dass man sich halt immer wieder sieht irgendwann. Deshalb da finde ich es gerade nochmal wichtiger, natürlich zu sein, das nicht so verkrampft zu machen, weil man sieht sich ja eh nochmal und wenn man das so verkrampft versucht, dann ist man halt direkt irgendwie in so einer Schublade. Ja, absolut. Also ganz wichtiger Hinweis. Und dann hat Lennart schön ausgeführt, man soll nicht irgendwie Visitenkarten sammeln, aber Visitenkarten sammeln macht schon noch Sinn, weil ich habe nämlich mal, ich mache mal was Strebermäßiges, ich habe nämlich nachgelesen, was die Definition von Networking im Duden ist. Nämlich Visitenkarten. Das Knüpfen und Pflegen, das ist der entscheidende Punkt, von Kontakten, die dem Austausch von Informationen und dem beruflichen Fortkommen dienen. Also das fand ich total interessant, weil mir ging es zumindest so, wenn ich über Networking nachdenke, denke ich immer erstmal an Kontakte knüpfen. Und alles andere fällt für mich schon gar nicht mehr unter Networking. Aber wie pflege ich denn jetzt diese Kontakte? Also ja, also ich bin jetzt irgendwie neu in der Branche, ich bin auf der Frankfurter Buchmesse und ich lerne da einen Lennart Schäfer kennen. Der gibt mir seine Visitenkarte und dann? Wie mache ich weiter, Lennart? Was würdest du machen? Ja, also ich glaube auch da ist eben wieder der Punkt, dass das Ganze authentisch bleiben muss. Auch da wieder, also ich finde, dann muss einfach, also es kommt dann, glaube ich, einfach darauf an, was es für eine Person ist und wie wir zusammen auskommen. Und ich glaube, wenn man da irgendwie ein super nettes Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse hat, dann passiert das ganz automatisch, dass man da Kontakt halten möchte. Und je nachdem, wie alt die Person ist oder wo in der Branche sie sich befindet, würde ich dann wahrscheinlich mit jemandem, den ich bei den JVM kennenlerne, dann irgendwie einfach auf WhatsApp Kontakt halten und mit anderen dann irgendwie über die Nachwuchssprecheradresse oder eben über meine Firmenmailadresse. Also ja, ich glaube, das ist wieder so eine ganz individuelle Frage. Und auch da wieder, also ich glaube, wenn man, und das meinte ich mit diesem Visitenkartending, wenn man so als Hauptziel hat, nur diese Visitenkarte zu bekommen oder zu sammeln, dann funktioniert das Ganze nicht, weil es nicht die richtige Motivation ist. Und genauso ist es, glaube ich, wenn man jetzt einen Kontakt hält, nur um den Kontakt zu halten, also nur um vernetzt zu bleiben, dann funktioniert das auf lange Sicht nicht, so, weil dann keiner von beiden da etwas von hat. So, wenn das Interesse nicht ehrlich ist und irgendwie der Austausch sich nicht natürlich und gut anfühlt, dann glaube ich, dass da auf lange Sicht irgendwie, wenn beide Schauspielern müssen, damit der Kontakt sozusagen beibehalten wird, dass da nichts bei rumkommt oder keiner was davon hat. Also ich glaube, das ist etwas, was sich so ganz natürlich aus der Situation dann ergibt, wie man sozusagen in einem Gespräch am Ende verbleibt, wie man Kontakt halten möchte. Und im besten Fall hat man dann noch irgendwie ein Gesprächsthema, über das man auch über die Buchmesse hinaus oder so reden kann.
Genau, und meldet sich dann nach der Buchmesse auf jeden Fall nochmal. Was, glaube ich, wichtig ist beim Netzwerken, gerade wenn man jemanden kennengelernt hat, dass man und dann Gesprächsbedarf hat, dass man das dann ein paar Tage später macht, weil ich selbst kenne das, dass dann auf der Buchmesse kommt man dann mit 20, 30 Kontakten irgendwie zurück und dann verlieren sich so einige Dinge ganz, ganz natürlich und da versuche ich irgendwie daran zu arbeiten, das so ein bisschen zu verhindern und dann die Zeit zu investieren und da wirklich dann nachzufassen in der Woche nach der Buchmesse, sonst verläuft sich sowas eben auch schnell im Sand oder ja. Ich finde immer, nach 2, 3 Wochen ist dann auch unangenehm zu schreiben und dann schreibt man nicht und dann ist es nach 2 Monaten natürlich noch viel unangenehmer. Also dann ja. Am besten du durchringen, direkt den Kontakt zu knüpfen und pflegen. Ganz, ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Weil man darf ja auch nicht vergessen, das als Hinweis, bevor ich an dich abgebe, Bernhard, dass Bernhard hat vorhin gesagt, die Branche ist einfach, man wechselt die Stelle, das ist normal. Also unsere Branche ist schnelllebig, das heißt, es kann auch einfach total gut sein, dass der Kontakt, den ich auf der Frankfurter Buchmesse gemacht habe, auf der Leipziger Buchmesse schon bei einem anderen Verlag gelandet ist oder in einer anderen Buchhandlung. Das darf man auch tatsächlich nicht unterschätzen, weil das ist mir auch schon 2, 3 Mal so gegangen. Bernhard, du wolltest was sagen. Dazu. Ja, also ich glaube, was wir gerade diskutieren, immer aus unterschiedlichen Erfahrungen heraus, ist, dass es nicht darum geht, karrieretechnisch voranzukommen und dafür Visitenkarten krampfhaft zu sammeln. Das ist in der Tat, das ist unecht, das ist unauthentisch und ich glaube, das spürt ja auch jeder von uns, wenn sich da einer ranwanzt, nur um irgendwie Visitenkarten einzusammeln, wo man sich fragt, und was will der denn damit eigentlich? Das Spannende ist, dass wir hier eigentlich, also wir setzen das gerade in Opposition zu Beziehungen, ja, zu Beziehungen aufbauen und die kommt über Inhalte. Und das Tolle an dieser Branche ist, dass wir ganz viele von uns, wir sind so unterschiedlich und das ist gut und das ist total notwendig und schön, aber wir haben oftmals einen ähnlichen Impetus zumindest. Ja, und deswegen haben wir uns was zu sagen und deswegen haben wir Inhalte und das kann die Brücke sein zu Beziehungen. Und also nächstes Wochenende zum Beispiel treffen wir uns in der Schweiz. Wir, das ist eine Mannschaft aus der Verlagsbranche, ein inzwischen pensionierter Verleger, Vertriebsleiter, Programmleute, und zwar aus Fachverlagen, genauso wie aus dem belletristischen Bereich und so weiter und so weiter. Einer von uns ist inzwischen in der Schweiz gelandet und wir haben vor 17 Jahren miteinander ein Seminar gemacht. Jetzt du warst kurz weg, aber geht wieder. Ah, Entschuldigung. Also wir treffen uns in der Schweiz nächste Woche und wir haben vor 17 Jahren miteinander ein Seminar absolviert. Und ja, wir treffen uns, wenn es geht, einmal pro Jahr. Das klappt nicht jedes Jahr. Und mal sind wir zu dritt, mal sind wir zu zehnt. Ja, und dass man sich auch so Rahmen dafür gibt. Und wir machen das, weil wir das gerne miteinander machen, weil wir uns dann treffen, miteinander Kulturprogramm machen, durch die Stadt wandern, aneinander teilhaben wollen. Also weil wir Beziehungen zueinander haben und weil uns interessiert, wie geht es den anderen Menschen. Und das ist warm und das ist gut und das sind Freunde. Freunde sind wie Sterne. Man sieht sie nicht immer, aber sie sind immer da, ne? Trotzdem. Und wenn man sie braucht, dann kann man Hilfe rufen oder man ist total froh, wenn sie plötzlich da sind und unerwartet auf einer Party aufschlagen und man denkt sich, wow, diesen Menschen wollte ich schon seit Jahren wiedersehen. Und davon gibt es in dieser Branche ganz viele, mit denen sich das lohnt. Egal, was passiert, es einfach nutzen, um zu sagen, wir sind eine Mannschaft, wir sind eine Gruppe, wir sind ein Team und lass uns doch miteinander irgendeine Plattform bilden, in der wir uns immer wieder sehen. Einzelgespräche, komm, lass uns einmal pro Quartal Abendessen gehen, einmal pro Jahr wieder treffen. Wir verabreden uns einfach an einem gewissen Tag auf der Frankfurter Buchmesse zum Abendessen oder. Es gibt 20.000 gute Anlässe in dieser Branche. Und es geht, wie gesagt, nicht darum, krampfhaft Karriere zu machen. Ich glaube, dafür wären wir in der falschen Branche, sondern es geht um die Menschen, mit denen man gemeinsam diese Aufgabe, diesen höheren Auftrag erfüllt. Und dann macht es auch Spaß und dann ist es auch etwas ganz Natürliches, mit diesen Menschen zu netzwerken und Kontakte zu halten. Ja, das ist ein super schönes Beispiel, dass du sagst, ihr trefft euch da jetzt im freundschaftlich halb privaten Kreis, könnte man ja vielleicht sagen. Also ich bin sicher, ihr redet schon auch über die Branche und über all das. Ja. Gehört ja auch dazu. Aber wie ist das prinzipiell momentan mit Corona? Also jetzt hatten wir keine Leipziger Buchmesse. Wie hältst du deine Kontakte aufrecht im Moment, Bernhard? Hast du mich? Ja. WhatsApp, Einzelabendessen, viel telefonieren,
Ja, es ist schwierig und es fehlt mir. Mir fehlen die Menschen, weil die Leute aus dieser Branche, also ja, man trifft sie natürlich auch beruflich irgendwie immer wieder, aber es sind ja auch die Menschen, die einem wichtig sind. Und ja, die fehlen mir teilweise sogar sehr. Und viel telefonieren, viel WhatsAppen, E-Mails, was auch immer. Aber das ersetzt natürlich nicht den persönlichen Kontakt. Und ich hoffe, dass das irgendwann bei aller Vorsicht auch wieder etwas mehr möglich wird. Ja, das hoffe ich auch. Also alle gemeinsam die Daumen drücken, dass wir uns am 5. Oktober mit dem gesamten Nachwuchsparlament in Frankfurt treffen können. Ich bleibe da einfach mal vorsichtig optimistisch. Genau. Ja, zum Thema... Bitte? Immerhin pflanzen wir Bäume. Ja, wir pflanzen Bäume. Wir haben einen tollen Autor da. Also es ist einfach, macht absolut Sinn auf allen Ebenen. Um nochmal kurz bei diesem Networking in Corona-Zeiten, man kann das Wort ja schon fast gar nicht mehr hören, gell? Zu bleiben. Wie ist es beim Rest, Lennart? Wie machst du das? Jetzt bist du auch noch von Köln nach Hamburg gezogen. Das macht es ja nicht unbedingt leichter wahrscheinlich, oder? Wie ist das? Ja, da muss ich tatsächlich sagen, das ist schon schwierig und ich muss auch sagen, obwohl ich ein offener Mensch bin, dass ich echt so ein bisschen Hemmung habe, zum Beispiel bei den JVM da bei so einem Termin irgendwie über Zoom oder Teams teilzunehmen. Das hat irgendwie mehrere Gründe. Einmal finde ich es eine ganz komische Art, neu irgendwo reinzukommen. Und ich finde auch, dadurch, dass man auf der Arbeit das so viel hat, kann ich das im Privaten fast gar nicht mehr ab. Also ich kann es gar nicht mehr sehen, irgendwie diese kleinen Köpfe da auf dem Bildschirm. Jetzt geht's gerade, es ist okay. Es ist auszuhalten. Aber deswegen muss ich sagen, hat das bei mir auch tatsächlich einfach nachgelassen durch Corona. Und ich glaube aber, was weitergeht, und das wollte ich auch noch zu Bernhard Fetsch sagen, sind ja einfach die Freundschaften, die entstehen in der Buchbranche. Und ich glaube, das ist so das tollste Netzwerken überhaupt, wenn man da eben keine Visitenkarte am Ende hat, sondern dann wirklich Freunde, mit denen man hauptsächlich über Privates und dann nebenbei eben auch ein bisschen über die Branche spricht. Und davon würde ich sagen, habe ich dann auf ganz, ganz vielen Ebenen viel mehr, auch gerade weil der Austausch dann ein ganz anderer ist und man auf einer ganz anderen Ebene miteinander redet, sich ganz anders kennt. Also und ich glaube, das ist so der wertvollste Austausch, ist der freundschaftliche. Und das ist natürlich der jetzt in der Corona-Zeit auch weiter besteht. Und dann ist es schon mal okay, wenn man dann per FaceTime irgendwie zu dritt da telefoniert. Ich glaube, das ist so, ja, das ist der, den ich im Moment so am meisten pflege. Und ansonsten ist es ja zum Glück im Beruflichen so gewesen, dass ich da auch bei Oetinger gestartet bin und in den Verlag kommen konnte, weil dort einfach das so gut geregelt ist, dass eben nicht immer alle Leute da sind und da wird auch wirklich penibel auf die Regelungen geachtet und da war es eigentlich sogar zum Start ziemlich gut, um die Leute so peu à peu kennenzulernen. Dann hat man nicht dieses Phänomen, dass man am ersten Tag 100 Hände schüttelt, das jetzt ja sowieso schon mal nicht, und sich gar keinen Namen merkt, sondern dann lernt man eben Woche für Woche neue Menschen kennen. Und das ist eigentlich ganz angenehm, denn so kann ich immerhin ein paar Namen mittlerweile. Dafür war das, glaube ich, ganz, ganz gut. Ja, aber es ist schwierig. Ja. Ja, macht es auf jeden Fall schwieriger. Also ich habe festgestellt, dass es gut ist, man trifft sich mit einer Branchenperson in live und dann schaltet man noch welche dazu und stellt dann so Tablets oder Smartphones an den Tisch. Dann ist es fast so, als würde man in der Runde sitzen. Also das kann ich allen Beteiligten nur empfehlen. Das gibt einem so ein bisschen dieses Gefühl, dass man doch irgendwie zusammensitzt. Genau. Ja, jetzt hatten wir es von freundschaftlichem Austausch und Networking. Da fällt mir natürlich als allererstes das Mentoring-Programm wieder ein. Und wir haben noch gar nicht so immer von Grund auf gesprochen. Stella, erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn das überhaupt und wie läuft denn das? Gerne. Das Mentoring-Programm ist dafür gedacht, junge Menschen mit erfahreneren Leuten in der Buchbranche oder aus der Branche generell zusammenzubringen und in einen Austausch zu bringen. Und dieser Dialog geht dann für ein Jahr und man trifft sich regelmäßig und kann sich über aktuelle Fragestellungen oder eben auch um Fragen, was die Karriere betrifft, austauschen.
Und das Tolle an dem Mentoring-Programm ist eben, dass man sich so auf Augenhöhe trifft und dass dieser Dialog eben beide Seiten unglaublich weiterbringen kann und einem neue Perspektiven gibt. Also am Ende profitieren im besten Fall nicht nur die Mentees, sondern auch die Mentorinnen und Mentoren. Ja, super. Philipp, du hast vorhin erwähnt, dass du der Erste bist, der jetzt zum zweiten Mal mitmacht, tatsächlich. Zweite Runde Mentoring-Programm. Wieso geht das plötzlich? Liegt vornehmlich daran, dass Lennart Schäfer, Cleo Zieber, Bernhard Fetsch und ich sehr viel gesprochen haben über dieses Programm und ganz, ganz viele Mentoren und Mentorinnen da noch rangeholt haben. Also wir werden tatsächlich, so wie es aussieht, dieses Jahr 40 Tandems bilden. Das ist Wahnsinn. Also letztes Jahr waren es 16. Nur mal so zum Vergleich. Man kann sich auch da zusammen mit dem Nachwuchsparlament momentan noch bewerben. Also das nochmal als kleiner Werbeblock. Philipp, jetzt, wie gesagt, du hast jetzt eine Mentorin, vorher einen Mentor. Bist du denn aber mit deinem ersten Mentor jetzt noch in Kontakt? Tatsächlich habe ich da ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ich mich recht lange nicht mehr gemeldet habe. Aber ich glaube, es war einfach jetzt gerade durch diese Corona-Zeit und ich glaube, Herr Sprang hatte auch wesentlich mehr um die Ohren, als mir eine Mail zu schreiben, zu fragen, wie es mir denn geht. Ja, wir waren auf jeden Fall in dem Jahr in regen Austausch, jetzt halt in den letzten Monaten nicht mehr. Aber das ist nicht so, dass ihr jetzt gesagt habt, okay, das war's mit Mentoring-Programm und wir sprechen jetzt nicht mehr miteinander. Man sieht sich ja immer irgendwie irgendwo und ich denke mal, wir werden auch demnächst hoffentlich irgendwann mal ein Weinchen zusammen trinken. Ich bin total gespannt, was du berichtest, wenn du dann so einen Vergleich hast, also jemand aus dem Verlag, jemand aus dem Verband, ist auch alles sehr, sehr unterschiedlich. Bernhard, da hast du auch schon echt Erfahrungen gesammelt, weil du ja jetzt schon nicht die erste Runde dabei bist. Wie ist das aus deiner Sicht? Wie hält sich das? Also wirst du jetzt, das ist natürlich jetzt sehr spitz gefragt, aber du wirst jetzt sicher nicht mit Stella den Kontakt abbrechen, wenn nächste Woche das neue Mentoring startet. Gott im Himmel, nein. Zum einen schulde, in Anführungsstrichen, ich Stella noch einige Abendessen, ja, weil wir auch Corona-bedingt aussetzen mussten. Ja, also auch uns hat es natürlich erwischt. Aber nein, ich persönlich würde mich total freuen, wenn wir miteinander weitermachen und einfach uns, genau wie beschrieben, so einen, keine Ahnung, vierteljährlichen Joe Fix reinstellen. Wir müssen noch dringend in das französische Restaurant, das ich gesprochen hatte. Ja, unbedingt. Ich komme mit. Eingeladen. Ja. Nein, also ich hoffe, dass das weiter bestehen bleibt, weil Stella einen ganz anderen Blick auf die Dinge hat, als ich es habe. Ja, also klar, ich habe vielleicht meine Erfahrungen, aber die sind ja auch beginnend zumindest Anfang dieses Jahrtausends. Ja, und Stella hat einfach einen total zauberhaften Blick auf die Dinge und stellt Dinge in Frage, wo ich denke, ja, ist doch so, oder? So, und stellt Fragen und berichtet Dinge, wo ich mir denke, das hätte ich wahrscheinlich übersehen, und hat einen ganz schlauen Blick. Ja, ja. Und, es ist total wichtig, hinzuhören und die Augen der anderen Person und die Wahrnehmung und das Empfinden dazu möglichst wahrzunehmen und wertzuschätzen und sich zu denken, und was kann ich davon lernen? Ja? Und das finde ich total spannend. Deswegen fühle ich mich beschenkt und bin ich total dankbar für die Erfahrung. Und das war jetzt mit Stella einfach ein super Jahr. Ja? Und ja, ich hoffe, wir führen das dringend weiter. Und das Abendessen wird auch größer. Ich sehe im Chat, Tanja Grimm, auch eine aktive Nachwuchskraft, kommt auch noch mit zum Essen. Also ist in München und Tanja Grimm, ich habe vorhin noch geschrieben übrigens in Sachen Pressetext, kurz an Frau Grimm. das ist irgendwie gut. Und deswegen, ich muss selber sagen, ich konnte mir unter dem Mentoring-Programm am Anfang auch nicht so viel vorstellen, hoffe aber selber auch ein bisschen in dieses Rad des Lebens einbezahlt haben zu können. Ja, ja, also schön, dass du dabei bist auf jeden Fall. Ich finde das großartig, dass wir das geschafft haben, das so weit auszubauen und dass so ein großer Teil der Branche es jetzt kennt und verstanden hat, wie wichtig es ist. Und man sieht es hier ganz gut. Und Lennart, du hast ja auch angefangen mit dem Mentoring-Programm. Genau. Das war ja so dein Start. Ja, genau, das stimmt. Und das wollte ich nämlich auch nochmal erzählen.
zu dem Thema, so dass der Anfang einem oft schwerfällt, auch wenn man alleine irgendwo auftaucht. Und dass mir das dann natürlich ein bisschen leichter gemacht wurde, dadurch, dass ich im ersten Jahr Nachwuchsparlament dann direkt in diesem Mentoring-Programm war, weil ich dann eben einen Ansprechpartner hatte. Das war damals Frank Sambert, der war der CEO von Random House. Und dadurch, also das ist ja jemand, mit dem wäre ich sonst so nicht ins Gespräch gekommen, vermutlich vor allen Dingen nicht bei meinen ersten Buchtagen. Und das war ganz angenehm, weil man dann erstmal wirklich zu zweit gesprochen hat und er ihn dann eben nochmal mitgenommen hat zu anderen. Und es war ein sehr interessanter Austausch, leider auch ein unterbrochener Austausch, weil er dann zwischendurch nicht mehr als CEO der Verlagsgruppe Random House war und jetzt, glaube ich, was völlig anderes macht. Deswegen hatten wir nicht so wirklich viel Zeit miteinander, aber die Zeit, die wir hatten, war so sehr, war ein sehr, sehr intensiver Austausch. Also wir haben uns dann auf der Buchmesse nochmal getroffen und da nochmal so ein Blick sozusagen von jemandem, der ganz oben auf der Karriereleiter ist, sozusagen zu bekommen auf das, was man gemacht hat und wie man vielleicht weitergehen möchte. Das war sehr, sehr interessant. Und ich glaube, was auch toll war in diesem Austausch, war, dass wir beide so auch sehr anders waren, also natürlich ohnehin wegen des Altersunterschiedes und naja gut, weil ich eben Auszubildender war und er CEO, also da könnte ja der Unterschied nicht größer sein, aber auch so von den Herangehensweisen waren wir ganz anders und ich glaube, das hat das Ganze auch nochmal belebt und sehr interessant gemacht und ich glaube, wir hatten einen einstündigen Termin auf der Frankfurter Buchmesse und da hat er so zwei, drei Sätze gesagt, die sind so hängen geblieben bei mir und haben auch irgendwie ja den Weg jetzt, den ich in der Branche gegangen bin, ja auch so beeinflusst, dass es auf jeden Fall, obwohl es wirklich insgesamt so kurz war und nicht so rege wie jetzt bei anderen, war es trotzdem sehr, sehr hilfreich. Ja. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, auch wenn man jetzt das erste Mal teilnehmen möchte an den Buchtagen, sich direkt auch für dieses Mentoring-Programm zu bewerben, denn da sind echt noch Plätze frei und ja, und da sind nicht mehr so viele, muss ich sagen. Also, aber dann sollen die noch voll kriegen. Ich habe noch mal schnell zwei MentorInnen nachakquiriert, aber das hat auch dann irgendwann Grenzen. Ja, also, aber noch geht's. Noch gibt es ein paar Möglichkeiten, genau. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und dachte, kann ja gar nicht sein. Ja. Krass. Das geht so schnell mit euch. Schade eigentlich. Wir könnten hier noch zwei, drei Stündchen weiterreden, glaube ich. Wenn jemand noch Wein bringt, könnte das ein sehr netter Abend werden. Genau. Ich möchte noch mal den Hinweis machen, weil wir ja jetzt nur noch einen Moment Zeit haben. Gibt es denn aus den Zuschauerrängen Anmerkungen, Fragen, wie auch immer? Dann haben Sie jetzt noch die Gelegenheit, wir freuen uns. Also trauen Sie sich gerne. Sonst gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, im Nachgang an nachwuchssprecher@posteo.de zu schreiben. Dann landen Sie bei Lennart oder bei Cleo. Oder an appel@boeuf.de, dann landen Sie bei mir. Das nur noch mal als Hinweis. Dann würde ich noch so eine kleine Abschlussrunde mit euch machen wollen. Was ist der Tipp, den ihr es muss nicht jetzt explizit zum Thema Networking sein, aber wie gelingt einem ein perfekter Start, ein starker Start, so haben wir es, glaube ich, formuliert, in die Branche? Wie ist es leicht, reinzukommen? Lennart, willst du gerade anfangen? Oh Gott, ich habe gerade gehofft, dass mindestens so 4-5 Leute vor mir dran sind. Ein guter Start in die Branche, so ein Tipp. Also ich glaube, eine Sache, die ich nämlich noch nicht gesagt habe, oder ich möchte zwei Sachen sagen, die ich noch nicht gesagt habe und in dem Zuge dann loswerden möchte. Das eine ist, was auch schon ganz hilfreich ist beim Netzwerken, ist Dasein. Also es gibt so die Redensart, 99% des Karriereerfolgs ist einfach Dasein. Also es reicht einfach, überall aufzutauchen und man merkt sich die Gesichter, auch wenn man sich jetzt nicht dauerhaft unterhält. Und das andere ist, immer wieder darauf zurückzukommen, wenn man so ans Netzwerken geht, dass man mit dem Gegenüber eine riesengroße Leidenschaft teilt. Und das ist eben das Buch. So. Und das hat man in anderen Branchen nicht so. Und das ist, glaube ich, so ja das große Besondere an der Branche, der große Motivator und das, was alle so ein bisschen vereint. Und sich darauf zu besinnen, das ist, glaube ich, hilfreich. Ja. Super. Ja, super Hinweis auf jeden Fall. Vielen Dank. Dann gebe ich mal weiter an Philipp. Okay. Ich muss da immer an
einen Ausspruch meiner Großmutter denken, die immer sagte, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also, dass man einfach wirklich dranbleibt, dabei bleibt und, wie der schon meinte, einfach zur Not einfach nur da ist. Man kennt immer irgendwen, kann sich immer irgendwo zustellen und lernt dann so einfach neue Leute kennen. Aber halt wirklich dranbleiben. Ja, super, vielen Dank. Stella, was würdest du sagen? Ich würde drei Dinge nennen, die ich auch jetzt durch das Mentoring-Programm gelernt habe. Der erste Punkt wäre einmal offen zu sein, auch gegenüber Leuten, die vielleicht in einem anderen Bereich tätig sind. Also zum Beispiel, ich bin im Lektorat und Bernhard Fitsch ist aus dem Vertrieb. Das ist unglaublich spannend, wenn man auch mit Leuten spricht, die einen etwas anderen Blick aufs Buch haben. Der zweite Blick ist diese Kontinuität und dieses Dranbleiben, dass man auch im Alltag mit den Leuten schreibt, dass man in Kontakt bleibt und dass man dann möglich was findet, was regelmäßig stattfindet, wie zum Beispiel ein Stammtisch, der sich auch immer wieder neu gründen lässt. Und der dritte Punkt ist für mich auch Selbstbewusstsein. Das lernt man auf jeden Fall im Mentoring-Programm, aber auch generell würde ich das jedem auf den Weg geben, selbstbewusst zu sein, auch mit Leuten zu sprechen, die schon sehr viel mehr Erfahrung haben als man selbst. Und einfach in den Dialog zu treten. Ja, super. Bernhard, was sagst du? Ja, es ist schon fast alles gesagt, nur noch nicht von jedem. Aber ich glaube tatsächlich, die Leidenschaft für das, was wir tun, Neugier, und das schließt automatisch auch neue Menschen und Beziehungen ein, und Engagement. Also, dass man selber auch was tut, ja, und dass man eben auch diesen Schritt macht und sagt, komm, lass uns was tun, oder hey Leute, super, machen wir ein Nachtreffen. Und ja, der sich da zu äußert, der ist meistens auch derjenige, der sich organisieren darf, ne? Das ist wie immer. Aber ja, klar, also das sind die drei Dinge. Einfach machen, offen, freundlich, neugierig und mit Leidenschaft. Und dann finden sich immer Wege im Leben. Ich habe noch nicht erlebt, dass es irgendwann eine Sackgasse gäbe. Es gibt immer Abfahrten und oftmals welche, die einen selber total überraschen und dann zum reichen Geschenk werden. Ja, ja. Damit kann ich nur sagen, also vier großartige Abschlussreden, Mini-Reden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, nochmal, also als Fußnote. Einige haben sich sogar ganz lieb aus dem Urlaub dazu geschaltet, aus den verschiedensten Bereichen. Also danke euch. Schön, dass ihr dabei wart. Wir bleiben selbstverständlich wie gehabt in Kontakt und Netzwerken und pflegen unsere Netzwerke, wie sonst auch. Und an alle ZuhörerInnen kann ich nur sagen, wie gesagt, wenn es Fragen zu Karriere und aus Weiterbildung all dem gibt, geben Sie immer gerne Bescheid. Ich habe meine Tür ist immer offen, das Telefon ist immer parat, wenn ich nicht gerade ein Podium moderiere. Und ich freue mich auf die ganzen Bewerbungen im Nachwuchsparlament selbstverständlich und bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, dabei sein und wünsche allen noch einen ganz sonnigen und schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Schön. Danke. Das wünsche ich auch.